Herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind hier in der Dunkelsteingrotte, nachdem wir uns in der letzten Folge an Torok gerecht haben, der das kleine Haustier von Narok getötet hat. Und es hat leiden lassen auch noch. Deswegen gucken wir mal. Ah, wir müssen jetzt hier mit dem reden und so. Aber da unten gibt es noch eine Quest. Dunkelsteingrotte. Sieht zwar nicht nach viel aus hier, aber ist trotzdem unser Zuhause. Wir gucken mal, was hier abgeht. Tragt die Handeln zur Statue von Muckibol und kehrt dann zu Damrul, dem Starken, zurück. Dunkelsteine, ich bin zurück. Erweist diesem Helden hier unseren Dank für die Rettung vor den Bluttotems. So, schwer war das jetzt nicht. Okay, Ketten und noch irgendeinen anderen Chippes. Bezwingt Grillrillerillerillo. Und 8 Murlocs töten. Ja. Das soll der mir hinbekommen, ne? Also. Da haben wir so einen. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach hier durchbashen und. Ja, wenn wir mal sagen: Hier, den nehmen wir mit. Ja, die nehmen wir alle mit. Hier sind noch. Hier sind noch ein paar. Die gefallen mir alle. Sind das schon 8? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Dann bauen wir hier mal ein bisschen Energie auf und strahlen da mal so ein bisschen rein und... Ach, so gefällt mir das. Ja, und damit hätten wir dann mal alle Murlocs. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Kappes hier einsammeln. Mit dem wir beauftragt wurden. Das will ich beenden. Abschließen. Schließen, wie auch immer. Boah, wusch. Dies und das. Helixhirn und Flutsch, Flitzhühler, aber der geht ab. Na, oh, guck mal, der kleine Wusch. Er tut sein Bestes. Die Murlocs. Aber wenn die sowas abhalten, bedeutet das doch, dass die Murlocs ein gewisses, eine gewisse Intelligenz besitzen, wenn die hier so mit Wettkämpfen und so auftrumpfen, quasi. In der Höhle von den... Oh, wie heißen sie? Drogba. Den müssen wir töte. Ei, gute wie? Kommst du mal rum? Zack. Ja, sorry, aber ich glaube, wir müssen dich töten, ne? Was willst du jetzt? Kannst du mal aufhören damit? Alter, wo gibt's denn sowas? Damrul, der Starke. Das waren leicht verdiente EP, möchte ich meinen. Das nehmen wir. Das ziehen wir an. Zack. Wir haben gerade unseren Ruf verbessert bei dem Hochbergstamm. Ja, optimal. Jetzt kommen wir zurück. Wenn wir das haben, haben wir auch den Stamm der Himmelshörner. Und dann geht's ab ins letzte Kapitel. Guck mal da. Ein Pandarenmönch. Den haben wir, soweit ich mich erinnern kann, vorhin in einer der vorherigen Folgen schon mal getroffen. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wo. Das ist aus meinem Gedächtnis abgeflogen. Was ist denn das? Godot. Gornot, der Verlorene, der wird... Er hat uns noch nicht getötet. Wir haben noch keinen Grund, ihn als Feind zu betrachten. Aber ich sag mal so, wenn er uns jemals anfassen sollte, dann lock ich um und klatsch den weg. Nee. Dann werden wir auf jeden Fall uns später an ihm rächen, wenn wir denn unsere volle Macht erlangt haben. Da ist Donnertodem. Warum auch immer die immer irgendwas mit Donner haben. Donnerhuf, Donnertotem, Donnerfels. Ist ja auch die Hauptstadt der Hauren in Azeroth oder Azeroth. Oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Wir müssen nach unten. Da runne. Oh, guck mal hier, der Himmelshörner.
Ja, moin. Ja. Ich halte nicht viel von Zeremonien, also bringen wir es hinter uns. Bewege ich dich. Das Totem hatten wir vorhin, das hatten wir sie rumgebackt. Oh, wir sehen schon cool aus mit unseren beglühenden Augen. Ich habe meine Adlerreiter bereits nach Donnertotem entsandt. Der Himmel dürfte bald von ihren Schwingen verdunkelt Was? Sein. Du stehst doch hier schon bestimmt eine Stunde oder so. Oder eine halbe Stunde. Ich weiß nicht genau, wie lange. Eine ganze Weile. Der andere Kerl steht irgendwo da hinten am... Warte mal, hinter uns? Nee. Wo steht denn der? Da steht er. Also, da. Am Ende dieses Tunnels. Da gehen wir auch gleich hin. Oder am Ende... Nee, am Ende dieses Tunnels. Hiermit schwöre ich, Lasanen Himmelshorn, Häuptling des Stammes der Himmelshörner, erneut Hochberg die Treue. Wir ja, werden geil. Den Hammer und unser Land zurückerobern. Was gehört das? 100 Artefakt macht. Das lagern wir mal hier ein. So, jetzt fehlt nur noch einer. Der ist hier hinten irgendwo. Der wartet da. Los. Wichtig. Mich macht dieser Ort nervös. Wir sollten uns beeilen, bevor sie es sich anders überlegen, mir freies Geleit zu gewähren. Ja, der hat ein bisschen Schiss, weil die nicht so ganz Verbündete waren die ganze Zeit und jetzt hat er Angst, dass sie ihn hintergehen wollen. Navarok, Anführer der Dunkelsteintruppen, schwöre dem Hochbergstamm meine Treue. Tja, weil die Bluttotems, die waren ja nicht so zuverlässig. Ihr seid hier ein gern gesehener Gast. Für den Hochberg. Komm mal hier, nochmal 100. Ey, oh, jetzt geht's ab. Schnee-Dingsbums, Schneeblende Hochebene, würde ich sagen. Jetzt geht's rund. Wo ist die denn überhaupt? Ach, die ist hier. Ah, hier wahrscheinlich. Nee. Hier? Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen erstmal dahin, wo was die Quest sagt und dann schauen wir mal, was da abgeht. Ah. Boah, unser Drache hat halt einfach einen Ohrring. Weil das sieht aus... Das ist kein Ohrring, glaub, oder? Doch, es ist ein Ohrring. Zuerst dachte ich, das ist der Schädel wäre von vorne. Aber tatsächlich ist es nur eine Eisenplatte, wenn man hier guckt. Von oben sieht man es. Das ist wie so ein Schild, was vor seinen Schädel... Jetzt bin ich abgesprungen. Das ist wie ein Schild, was vor seinen Kopf quasi gemacht. Okay, hier jetzt nicht, aber... Man kann es schon sehen gerade. Das ist die schneeblinde Hochebene. Das hier, oder was? Ich habe jetzt mal mit was Größerem gerechnet, ehrlich gesagt. Wir uns der Wenn ihr auf die Würmer stoßt, ruft uns und wir werden euch zu Hilfe eilen. Was geht denn hier? Jo. Wir nehmen das gerade mal zu unserem Vorteil, jedes Getummel. Und töten mal ein paar von den Kollegen. Wenn sie schon angeditscht sind. Guck mal, da haben wir direkt mal 7 Stück abgeschlossen. Oh, ich mag das, Kills zu stehlen von anderen NPCs. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr so viele, die wir brauchen. Ist eigentlich perfekt. Einen brauchen wir noch. Nummer 1 ist fertig. Achso, ihr seid in einen Kampf verwickelt. Natürlich. Warum ist mir das denn nicht vorher aufgefallen? Ach bitte, Leute. Echt? Ihr wollt jetzt damit kommen? Jetzt wollt ihr mit diesem behinderten Bug kommen? Dann laufen wir halt dahin. Ach, jetzt können wir reiten. Unglaublich. So, wir rufen hier unsere Freunde die Himmelshenne. Die klären das für uns. Och komm. Was machen die überhaupt? Die halten ihn fest. Hier jeglicher Schaden. Den Schaden, den wir verursachen oder den er verursacht? Okay, offensichtlich den wir verursachen.
Wir können ihn halten. Ja, geil. Kist. Okay, können wir da wieder die... Nee, das sind andere jetzt. Was genau machen die? Autsch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die verursachen einfach nur Schaden, weil der kriegt keinen Debuff, der irgendwas anzeigt. Kein Ähnliche. Danke sehr. Jetzt kommt der Allkool, oder? Nee, komm, machen wir den Allkool weg. Die alte Sau. Batz. Ich werde markiert von irgendwas. Oha. Was geht denn jetzt ab? Könnt ihr mal bitte aufhören, hier mich anzuvisieren und so? Das ist nicht so geil. Danke sehr. Okay, Naxa ist der letzte in der Liste. Hier dürfen wir die Flussmähnen herbeirufen. Was können die denn? Da, ja, da haben wir den einfach mal fast gewonnen, hättet, ne? Kann man ja auch mal machen. Jetzt rennen sie weg. Immer dann, wenn ich noch angegriffen werde, sagen sie, nö, fuck it. Mir ist hinaus. Das brauchen wir nicht. Ich sehe einen Schatz. Ich sehe den bis hierhin, weißt du? Der leuchtet mir entgegen. Was ist denn das? Liegt der? Hä? Ich habe Angst. Schnell weg hier. Was war das? Hä? Da ist er wieder. Na, ach, ist das? Leck mich doch. Das ist eine Finte. Um die Leute dahin zu locken. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist definitiv eine Finte. Danke sehr. Himmelsar Tafim und den alten Efu. Drei Leute sollen evakuieren. Oh, kommt dann wieder der Typ mit seinem Hammer und demoliert alles, wenn wir hier Leute evakuieren sollen. Vielleicht können wir dann den Schatz ernten. Ein herrlicher Tag zum Vielleicht steht er dann auf irgendwas drauf oder so. Ja, hallo. Wie geht's denn dir? Was machst du denn das? Ganz alleine draußen. Zeit ist um. Lauft. Und der letzte. Alte Nefu. Er hat eine coole Rüstung. Dies ist unser Pferd. Sollen die Drogbar diese Wilden noch kommen? Ja, aber die Sache ist, wenn er tatsächlich den Hammer von Kaskorot, also der quasi das Land und die Erde geformt hat, die hier, auf der wir hier laufen, wenn der hier auftaucht mit Kaskorots Hammer, dann ja. Ihr seid hier ein gern gesehener Gast. Aber gut. Er kann ruhig da oben bleiben müssen. Wenn er Bock hat, ja, der hat den Hammer. Und jetzt. Oh, da ist ein Taucher geflogen. Der Tiefe, steigt empor und zerschmettert diese Schadronier. Die sehen so komisch aus, die Drogbar. Wie eine Mischung zwischen Orks und Menschen. Aber nur noch mehr abgefuckt. Jetzt geht's rund. Geschwader, ein Kristall werfen und Totem aktivieren. Oh, toll. Ah, okay, das ist ein kleiner Kreis. Und was ist das hier? Was können wir damit machen? Leute wiederbeleben. Hier so, oder was? Bots. Was werfen die denn da?
Sind das Pfeile? Moin. Sehen aus wie Pfeile. Ich kann es nicht genau sagen. Aber das ist der Versammlungsstein. Für Netarions Hort. Da gehen wir auch noch rein. Keine Sorge, meine Freunde. Das werden wir noch sehen. Oh, Togge. Jetzt Abschluss noch. Bots. Ja, komm, sag an, du. Fliegen wir jetzt da rein? Da ist der Eingang. Dürfen wir jetzt da reingehen oder was? Oder wen hat uns der Wind denn da? Wie läuft das hier? Soll Dagol angreifen? Oh, ich dachte, wir müssen ihn in der Indie angreifen. Short. Feigling! Egal wie tief ihr euch verfehlt. Oh, Tolle! Wir finden euch! Bots. Ah, okay, dann müssen wir ihn vielleicht doch in der Indie töten, weil er ist jetzt reingegangen gerade. Das hat man gesehen und der hat uns dieses Geschenk hinterlassen. Mit dem wir uns rumschlagen dürfen. Was ist das? Pulsierender Kristall? Kann man den zerstören? Ja, komm. Komm hier. Ich merke gerade, ich muss gleich ganz kurz nochmal eine Aufnahmepause machen. Heute ist es etwas, ja, eng, sag ich mal. Ach komm schon. Warum können wir den jetzt nicht? Töte ihn schnell. Schneller. Der Unterkönig darf nicht entkommen. Richtiger nicht Unterkönig. Noch ein ganz hoch König der Untermenschen. Hinter euch, Champion. So, das machen wir sofort. Allerdings, ja. Wie gesagt, heute ist ein bisschen, naja, nicht so geil. Auf jeden Fall, ganz kurzer Cut, wir sind sofort wieder da. Da sind wir wieder. Ja, heute ist ein bisschen irgendwie. Die letzte Folge hatten wir auch schon einen Cut, dieses Mal haben wir wieder einen Cut. Naja, für euch ändert sich ja nichts. Es ist ja, gibt ja keinen Nachteil für euch. Also, ich glaube, wir dürfen in die Instanz rein, oder? Tatsächlich. Wir dürften rein theoretisch in Netarions Hort. Weil, ja, da steht's doch. Netarions Hort, Tod dem Unterkönig. Das Problem ist hierbei, wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Und deshalb müssen wir das in der nächsten Folge erledigen. Wir können allerdings schon mal ins nächste Gebiet gehen. Was bei uns Walcheral sein wird. Ich glaube aber, wir müssen wieder so einen Angriffspunkt auswählen, oder? War da nicht was? Oje. Wir gehen mal zurück nach Dalaran und gucken mal in unsere Ordenshalle. Flupp. Puh, es ist schon relativ warm, muss ich sagen. Das ist, ja, nicht so gut. Finde ich persönlich. Ich habe so eine... Können hier nicht... Hä? Wir haben hier nicht unser Reitmount eingespeichert? Alter, dein, euer Ernst? Unser Reitmount, sag ich schon. Unsere Reparaturmount natürlich. Und Verkaufmount. Also, dann verkaufen wir den ganzen Stoß mal. Dü, 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 dü. Alles weg mit euch. Das auch. Weg, 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 weg. Na, 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 na. So, den Rest hätten wir. Dann werden wir ganz kurz in die Ordenshalle fliegen. Dort unsere Waffe mal upgraden, diese und auch die andere. Die 200 Punkte werden wir dann beide in die, in die Tankwaffe stecken. Und die dementsprechend auch upgraden. Ich frag mich aber, können wir mit diesem Charakter dann auch
die quasi die Skins von unseren Artefaktwaffen benutzen. Auf dem anderen Server, also quasi vom Magierturm jetzt die Waffen für den Verwüster und Rachsucht-Dämonenjäger. Das wird mich mal interessieren. Also, Upgrade. Ein Punkt, geil. Was haben wir denn hier Vorlagen? Findet eine der Säulen der Schöpfung. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, doch. Ich weiß wieder, was es ist. Okay. Oh, die Dinger sehen natürlich nice aus. Findet das Herz des Lichts. Ah, das ist diese eine Quest, aber nee. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt machen. Gucken mal. Schließt die Ordenskampagne der Klasse Dämonenjäger. Oh, das wird cool. Und dann gleichgewichtige Kräfte habe ich noch nie gemacht. Ich glaube aber, dass es mit PvP zu tun hat. Nee, das hier bei PvP. Das war Mythisch Plus. Ruhm des Helden von Legion. Gleichgewicht der Kräfte, keine Ahnung. Und hier, Flammenernte. Oh. Xylem. Wie Xylem mich genervt hat. Okay, Jaden heroisch. Hier, das werden wir hier wohl nicht schaffen. Aber den hier, wir gucken mal. Dann skillen wir immer Crowd um. So, setzen hier unsere beiden Dinger rein. Allerdings wird uns das kein Level bescheren. Kurz vorher stoppen irgendwo, ja. Das war mir klar. Wollten hier zuerst hin. Hier. Als nächstes kommt ein Zauberschütze aufladen. Wir werden uns, sobald die Folge vorbei ist in 10 Minuten, einfach mal in der Folgenpause für den Neltarion's Hort anmelden. Kurz warten. Ich glaube, weil es Legion ist, wird es nicht so lange dauern. Wir melden natürlich für DD und Tank gleichermaßen an, weil wir beides machen könnten. Und dann machen wir die Quest da drin, würde ich sagen. Dann haben wir auch mal wieder eine Instanz am Start. Also. Da hinten lacht einer. Wo kann man denn... Ah, das war hier vorne. Ich habe gerade überlegt, wo man die neuen Angriffsziele auswählen kann, aber das war an unserem Tisch hier, Speerkarte. Valchara. Das ist unser nächstes Ziel. Reist nach Dalaran. Der friedvolle Forst. Das machen wir. Ruf zum friedvolle Forst. Zum Forst. Bleiben jetzt einfach mal, solange wir nicht in der Inni waren, Grüße, im Tankmodus. Bei Krasin, Mechanflug. Ohne euch. Naja, aber da wir schon fliegen können, können wir direkt dahin. Wir haben sogar das 200. Moment, wir können eigentlich das 310er fliegen, gerade mal ordern. War hier nicht immer ein Flugmeister? Beziehungsweise ein Fluglehrer? Viel Glück. Gibt's hier keinen Fluglehrer mehr? Moment, können wir da vielleicht eine Wache fragen? Braucht ihr Hilfe? Flugmeister, nein. Lehrer? Gibt's hier nicht. Es gibt hier keinen Fluglehrer mehr. Boah, was ist denn heute los? Dann werden wir wohl per Hand nach Valchara fliegen. Von ganz alleine. Wir gucken mal, was das Fliegen hier kosten würde. Also, Pfadfinder der verheerten Inseln. Teil 1 wissen. Pfadfinder. Hä? Ich kann weder da. Schließt die unten aufgelisteten Erfolge der verheerten Inseln ab. Ja. Pfadfinder der... Erforscher der verheerten Inseln. Achso, Erforscher, Meister der Lehren. Man braucht auch mal Abwechslung. Ah, ich erinnere mich zwar dieselbe Geschichte wie auf Draenor auch. Stimmt. Also, Erforscher der verheerten Inseln. Wo haben wir es denn?
Muss ja hier sein irgendwo. Erkundung? Da haben wir es. Ah, okay. Alles erkunden. Wunderbar. Das nächste ist Meister der Lehren. Das müsste Questgeschichte sein. Meister der Lehren. Jetzt seid ihr vor... Now you are prepared. Das ist wahr. hier ist ein Dingsbums. Sollen wir das mal machen gerade? Hier ist ein Bonusziel, hat sich hier eingeschlichen. Ach, wenn wir schon drüber hinwegfliegen, dann können wir es auch gerade mitnehmen. Auf jeden Fall ist es im Prinzip dasselbe wie bei Draenor gewesen, mit dem Fliegen lernen. Du musst wieder irgendjemanden auf Ehrfürchtig haben, glaube ich. Dann alles entdecken, dann wieder, glaube ich, Schätze sammeln und... Also man musste irgendwie alle Dinge abschließen, also alle Geschichtsaufgaben, so wie ein Draenor zuvor auch. Dann gab es noch, ja, ich glaube Legionsrichter auf respektvoll oder wohlwollend oder was es am Ende war. Die haben es auf jeden Fall runtergesetzt, zwischendrin war. Dann erkunden, dann, oh Gott, ein paar Sachen war es das. Hat man ja gesehen, fünf beim ersten und drei nochmal beim zweiten. Mensch. Das war halt schon, ja, ein Akt teilweise. Das war echt ein Akt, hier fliegen zu können. Und wir können jetzt hier einfach rumdüsen. Sehr gut, dass es auch übergreifend funktioniert. Sonst wären wir ein bisschen uffisch müssen. Zack. In dein Gesicht. Kann ich hier mal ignorieren? Oh, er taucht immer wieder auf. Nein! Statt jetzt passiert hier was Schlimmes. Was haben wir denn hier? Ah ja. Ich habe gedacht, wir haben vielleicht noch einen Skill, den wir nicht aktiviert haben, aber nein. Haben wir nicht. Okay, unsere Zeichen werden jetzt auch nach quasi einem Tick direkt aktiviert, statt nach zwei, wie es zuvor war, durch dieses Talent, was wir haben. Beschleunigte Zeichen. Finde ich ganz okay eigentlich. Weil es tickt ja nochmal ein paar Mal und dann wird es erst aktiviert. Jetzt wird es halt ein Tick vorher schon aktiviert. Da ist es ganz gut. Dauert es nicht so lange. So lange, bis der Schaden kommt. Ich hätte gern noch so einen Speer, der war ganz geil. Was ist das da nicht so einer? Sehe ich das richtig? Oh. Ist das dein Ernst? Bist du denn von Sinnen? Geh mir nicht auf den Sack. Boah. Ich möchte gern so einen Speer haben. Den will ich gut einsetzen. Was ist das hier? Flüchtiger Kristall? Was ist jetzt passiert? Hab ich irgendwas verpasst? Hä? Es ist nichts passiert. Es ist nicht mal das Letzte, was ich jemals hören will, deine Stimme. Ganz ehrlich. Das ist ja... Boah, nee, danke. Nee, danke, mein Freund. Haha. Autsch. Dies hat mich auch gemacht. Stirb! 10% bringt er, das ist gut. Wie lustig. Ah, wie lustig du doch bist. Mal hier. Zack. Zack.
Fertig. Gibt's hier noch einen Speer eventuell? Ich würde mich doch freuen. Ich würde ein bisschen feiern. Ja, dann können wir die großen Typen ganz leicht platt machen. Weil die so viel Leben haben. Weil je größer quasi der Gegner ist, umso mehr Prozente zieht er dem auch ab. Wir einen, den können wir nicht mitnehmen. Aber wir schießen jetzt mal auf so einen. Also 100%, 27, das heißt, er hat 73% abgezogen. Gucken wir mal, ob das immer so funktioniert oder ob das einfach nur halt mehr Leben im Endeffekt ist, weil es ja skaliert. Oh, schon vorbei. Schade. Na gut. Vorne ist ein Horn der Sirene. Das ist ein Rahmob. Ein kleines Rahmob. Oh oh. Nein. Ich kann ihn. Oh Gott. Geh mich auf den Sack jetzt. Stirb endlich. Okay, jetzt kommen die Starken. Ich weiß nicht genau, wie schwierig der hier ist. Das kann ich nicht sagen. Aber der wird schon in sich haben. Höchstwahrscheinlich. Oh, ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er. Komm sie mal ran, du. Ja, mit was zu besprechen, ja. Das fände ich jetzt nicht so nett. Was machst denn du da? Was ist denn das? Was soll denn das? Hm? So, ihr könnt Schild machen. Tja. Nix kannst du. Nix kann er. Beweglichkeit Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, ob Meisterschaft so gut ist. Ich weiß gerade die Dings nicht auswendig. Stat-Priorität. Aber ich glaube, Meisterschaft liegt höher als Crit. Deshalb. Tschüss, Crit. Also. Wir dürfen nach Val'Sharah fliegen. Ja, aber. Wir fliegen selbst. Flug nach Val'Sharah. Sprechen wir mal vor. So weit den Lorelathiel. Wo ist denn Lorelathiel? Wo müssen wir da hin? Das hier? Das hier? Das hier unten? Das da? Das sieht gut aus. Gehen wir zu dem großen hässlichen Baum. Oh, die Folge ist vorbei, sehe ich gerade. Ja, dann in diesem Sinne würde ich sagen, viel Glück. Viel Spaß euch noch. Wir sehen uns dann in Lorelathiel und dann hoffentlich auch mit einem Invite zu einer Instanz, und zwar Nertarions Hort. Bis dahin.